herzlich willkommen zum ersten Mal der Heirat. Ja? Das ist tatsächlich der Heirat. Mit Kopf, Fuß, Hände, Körper, alles. Und warum macht er denn das? Der Heilige Geist kann doch auch bei euch einfach ins Herz hinein. Das ist deshalb, weil der Heilige Geist Geist ist. Eine Person, aber Geist. So kann er einfach durch deinen Körper hineingehen. Jesus aber hat deinen Körper angenommen. Bei uns herumgelaufen, hat schon mehr uns zu tun. Und jetzt kann er halt nicht mehr seinen Mund rein, oder? Ja, er ist knapp 1,83 Meter. Das geht nicht mehr im Mund rein. Darum hat er das Wunder gemacht, dass er da in einem kleinen Brotstück hineingeht. Und das ist eben der Heilige Geist. Er ist Gott, er kann sowas machen. Deshalb bekommen wir den Heiland so. Und wenn ihr ihn jetzt dann auf den Mund bekommt, wisst, es ist der Heiland persönlich. Mit Kopf, Körper, Hände, Füße. Und was er wünscht, was er, ihr könnt ihm die größte Freude machen, wenn ihr ihm sagt, Heiland, ich liebe dich. Oder Jesus, ich liebe dich. Red mit ihm, denn er ist ja da. Das tue ich nicht sagen, weil ich das in dem Buch gelernt habe, sondern weil ich ihn gesehen habe. Also, der Heilige Jesus segne und stärke dich und führe dich zur ewigen Seligkeit. Ja, so ein französisches Lied. Der Heilige Jesus segne und stärke dich. Accorde Jésus te bénir et te fortifie. Et te conduit à la béatitude éternelle. Willst du ihn auch? Der Leib Jesu, segne und stärke dich und führe dich zur ewigen Seligkeit. Sag mir was Liebes, ja? Segne und stärke dich und führe dich zur ewigen Seligkeit. Der Leib Jesu, segne und stärke dich und führe dich zur ewigen Seligkeit. Gut, ja?